Und jetzt wieder ein Dämpfer. Liebe Ösis, in Deutschland gibt es genauso gutes Schnitzel wie bei euch. So, der saß. V wie Völlerei. Ich werde einmal quer durch die österreichische Cuisine essen. Ein kulinarischer Intensivkurs. Mein Begleiter ist Bernie Rieder, Spitzenkoch, dekoriert mit 3 von 4 Hauben. Erst 35, aber schon ein Star der Szene. Wir machen das jetzt so, dass ich das erkläre. Das ist ein Flusskrebs-Chorizo-Fond, als Erdäpfelgulasch. Und jetzt kippen wir das einfach ineinander. Genau, jetzt schicken wir das einfach ineinander. Warum haben wir das dann nicht gleich alles zusammengeklärt, oder? Mit ihm mache ich heute meine Tour de Force durch die österreichische Küche. Erster Gang, seine eigene Kreation. Und jetzt kommt natürlich da so ein bisschen ein Sauerrahm drüber, ja? Der dem nur so eine feine Säure gibt. Ja? Fertig. Schrecklich lecker. Ich habe noch nie Erdäpfel-Gulasch gegessen. Und noch ein großes Geheimnis, ich habe noch nie Flusskrebse gegessen. Ich dachte, ich mag die auch nicht. Aber hier, sehr, sehr lecker. Ich habe jetzt allerdings einen kleinen Fehler gemacht, ungefähr wie der Marathonläufer, der am Anfang schon mal einen Sprint hinlegt. Ich muss ja heute noch total viel essen und jetzt hätte ich das eigentlich gar nicht aufessen dürfen, aber es schmeckt halt, gell? Zweiter Gang, die Hauptspeise in einem Wirtshaus mitten in der Stadt. Es gibt Deftiges, natürlich. Wiener Schnitzel und Backen vom Kalb mit Nockern. Lauch mit dem Nocker. Kalbsbacken. Kalbsbacken. Das riecht alles auch sehr gut. Was schätzt du denn an der österreichischen Küche? Das ist ehrlich. Da schmeckt man das ehrliche Handwerk, weißt du? Du merkst wirklich, dass da in der Küche wer drinsteht und mit Liebe und mit Leidenschaft stundenlang im Kalbsbackerl schmort. Ja? Oder Nockerl macht. Oder sich Gedanken drüber macht, wie dieses Kürbiskerne da drauf kommt. Ja? Jetzt schnell! Super. Dritter Gang, Nachspeise. Okay. Eine Minute. Hallo. Gott. Bernie und ich essen uns durch Törtchen, Krapfen und Gulatschen. Ich stehe kurz vorm Zuckerschock. Was ist denn los? Ganz schön viele Glückshormone, Mensch. Du. Was ist für Alkohol drin? Ha? Was ist dein Fazit über die österreichische Küche? Deftig ist schon mal gut. Sehr gut. Das Schnitzel war super. Aber wo gibt es jetzt das bessere Wiener Schnitzel? In Deutschland oder in Österreich? Ich glaube, das kann man gar nicht so genau sagen. Bei uns gibt es auch gutes Wiener Schnitzel. Aber alles in allem sage ich, sehr lecker. Vor allem die Süßspeisen. Lohnen sich. Können wir die eigentlich einpacken und mitnehmen? Nachbarn, gell? Schon diplomatisch. Da bauen wir dann wirklich einen Schnaps. Ja, das wäre gut danach. Das wäre ein perfekter Abschluss. Das gehört zu einem österreichischen Komplettgericht. Nachspülen. Mutig wie ich bin, nehme ich es nicht nur mit Bernie, sondern auch gleich mit 3 Sorten Schnaps auf. Traube, Quitte und Marille. Ich muss unbedingt ein Pfifferl dazu trinken, bitte. Also, auf die blaue Wildbachrebe. Oh. Der war schon mal gut. Was habt ihr uns denn da eingeschenkt, Freunde? Also, meine Damen und Herren, man kann das gut machen, mal so einen ganzen Tag lang österreichisch essen. Ich möchte aber auch sagen, wir hatten den besten Führer, den wir kriegen konnten. Danke, Bernie. Danke dir. Und während wir Sie jetzt schon mal in den Buchstaben W entlassen, bringen wir das hier zu einem würdigen Abschluss. Prost. Oh.